Ich sage herzlichen Dank. Mathematik mit maximal. Ja, Mathematik, das ist so ein Thema, da laufen relativ viele bald einmal weg. Wer kennt das Programm Maxima? Okay. Gut, ich hoffe, ich kann trotzdem ein paar Kleinigkeiten noch dazu erzählen, die auch für die Leute, die das Programm kennen, relevant sind. Was haben wir heute am Programm? Erstmal drei Worte über mich. Dann, was gibt es für Benutzerschnittstellen in Maxima? Ich werde die live vorführen. Wie rechnet man mit Maxima? Was kann man damit alles berechnen? Was kann man damit alles machen? Das wird großteils als Live-Demo mit ein paar vorbereiteten Worksheets ablaufen, weil auf Folien, das bringt irgendwie nicht so viel. Und anschließend ja noch ein paar weitere Links und andere Computer-Algebra-Systeme. Ja, woher kennt man mich? Vielleicht von der einen oder anderen Open-Source-Konferenz. Ich bin auch hier auf der FrostCon nicht zum ersten Mal. Ich bin Mitglied des Organisationsteams einer Veranstaltung in Graz, der Grazer Linux-Tage, ähnliche Veranstaltung. Vielleicht hat man irgendwann mal einen Artikel für mich gesehen und beruflich bin ich Sysadmin, Programmierer, ja, auch teilweise Vortragender an der Fachhochschule Ioneum in Graz. Wie komme ich zum Maxima-Projekt? Naja, wir haben das auf der Fachhochschule Ioneum in Verwendung. Wie sind wir dazu gekommen? Ja, das war so eine Ruckzuck-Aktion. Die Fachhochschule hat von einem kommerziellen System Mathematiker auf ein anderes kommerzielles System Maple gewechselt. Und der Studiengang, wo ich gearbeitet habe und noch immer arbeite, ja, die haben eine Lizenz auslaufen lassen und ja, die andere Lizenz war noch nicht da. Und in der Nacht- und Nebel-Aktion habe ich dann beschlossen, na gut, wir installieren einfach in zwei EDV-Lovers, ein freies System, Maxima, und seitdem ist das halt auch installiert. Zusätzlich zwar Maple, aber es wird wirklich aktiv im Unterricht auch Maxima verwendet. Es ist freie Software und die Leute können es beliebig zu Hause verwenden. Sie können es später im Ingenieurbüro verwenden. Also es macht durchaus Sinn. Wie komme ich zum Maxima-Projekt? Ne, es gibt Windows-Installer dafür. Und wenn man sich die offizielle Anleitung anschaut, die Installer sind früher sehr, sehr unregelmäßig dahergekommen. Sprich, alle 5, 6, 7 Releases war wirklich ein Windows-Installer dabei. Wenn man sich diesen Link da anschaut, da sollte jetzt mein Webbrowser aufgehen. Genau. Ja, das ist die offizielle Installationsanleitung für Windows, ja. An und für sich ja ganz einfach, aber man braucht dort irgendwie das alles als Voraussetzung. Und unter Windows schaut das nicht so aus, dass man sagt, irgendwie apt-get install mingw, mcdtk, gcl, dcl, dk, sondern man muss alles einzeln runterladen und mühsam installieren. Ja, weiter, nächste Version. Runterladen, setup.exe, weiter. Nach dem dritten oder vierten Softwarepaket hat man keine Lust mehr. Vor allem, dann gibt es irgendwo ein Update und dann muss man quasi alles nur nochmal machen. Weil mit Upgrade, das haut auch nicht so wirklich hundertprozentig hin. Na gut, das ist die Variante, die mühsam ist. Ich habe dann beschlossen, ja, ich mache das Ding selbst. Ich mache das Ding nicht unter Windows, ich mache das Ding unter Linux. Und ich mache das mittels Cross-Compiling. Cross-Compiling heißt, ich habe einen Compiler, der läuft unter Windows, unter Linux und generiert ein Windows-Binary. Das geht ja für C ganz praktisch, für C++ ebenso. Da kann man sich die Compiler direkt mit apt-get install installieren. Das geht auch für Fortran oder andere kompilierte Sprachen. Naja, das geht nicht so einfach für Maxima, weil das ist in Lisp programmiert. Lisp ist eine funktionale Programmiersprache. Naja, es gibt keinen Cross-Compiler dafür. Ja, wie mache ich das?
Ich habe den Windows List Compiler und der wird halt mit Wine aufgerufen, dem Emulator, und der generiert mir daraus dann den für Windows generierten Lisp-Code, also das Kompilat. Und das hat irgendwie funktioniert. Auf ein paar Kleinigkeiten habe ich auf der Mailingliste noch geschrieben, ja, das eine grafische Oberfläche hat nicht, das war auf Anhieb funktioniert, ja. Aber urplötzlich war ich dann Mitglied des Maxima-Teams. Hat ganz gut funktioniert. Ja, jetzt schauen wir sich an, was kann man damit machen. Also es ist ein sehr altes Programm. Es wurde in den 1960ern am MIT entwickelt. Numerische Mathematik, klar. Symbolische Mathematik, Gleichungen, Gleichungssysteme kann man lösen. Differentialrechnungen, Integralrechnungen, Differentialgleichungen. Vektorrechnung, Matrizenrechnung, also alles, was man im Prinzip aus der Mathematik kennt und eigentlich wahrscheinlich nie wieder sehen will. Und auch grafische Darstellungen in 2D und 3D, klarerweise. Und was gibt es für Benutzerschnittstellen? Erst einmal, ich führe die gleich live vor. Es gibt einen Textmodus. Eine einfache GUI, die ist bei Maxima dabei, die ist X-Maxima. Das ist DCLTK basiert. WX Maxima ist eine sehr umfangreiche GUI, basiert auf WX Widgets. Ist allerdings ein extra Projekt, das heißt, muss man separat dazu installieren. Macht aber eigentlich fast jeder. In Emacs gibt es einen Maxima Mode. Es gibt eine Webseite Maxima Online, wo man das ganze Ding ohne Installation aus, verwenden kann. Und es gibt auch eine Android-App. Ja, auch am Tablet kann man sich das ganze Ding installieren. Und ja, hier habe ich zum Beispiel, das ist das Maxima Online und es steht schon irgendwas da und ich könnte auch jetzt quasi das lineare Gleichungssystem lösen. Calculate, und er würde dann im Prinzip diese beiden Gleichungen, die ich hier definiert habe, würde ich hier das Ergebnis bekommen. Ja. Ich mache zu Beginn so grundsätzliche Sachen. Ich führe das Ding noch live vor dann. Numerische Datentypen. Es gibt einmal Integer. Klar, beliebige Genauigkeit. Also ich habe nicht 32 Bit oder 64 Bit, sondern eine beliebige Genauigkeit. Es gibt das, was man in Programmiersprachen irgendwie selten hat. Brüche als eigenen Datentyp. Das heißt, ich kann einen Bruch wirklich mit Zähler durch Nenner darstellen. Fließkommazahlen, ja, auch mit beliebiger Genauigkeit. Wenn ich sage, ich hätte gern 1000 Stellen Genauigkeit, dann bekomme ich 1000 Stellen Genauigkeit. Komplexe Zahlen, klar, jeder kennt die Quadratwurzel aus minus 1, braucht man in der Mathematik auch. Und man hat mit Prozent, zum Beispiel Prozent Pi, Prozent E, diverse Konstanten, die eben auch nur existieren. Ein Befehl wird mit Strichpunkt bis, oder Dollarzeichen, dann wird nichts ausgegeben, abgeschlossen. Und ich zeige mal die ersten Befehle, die ich da eingeben kann. Ich fange einmal an mit der Konsole. Ups, machen wir ein neues Fenster auf. Also, ich starte Maxima jetzt über den Befehl Maxima, wenn ich ihn heute installiert habe. Und ist das da sichtbar? Meine Schrift ist mir größer. Besser? Ja. Ja, ich sage, ich kann im Prinzip ganz normal rechnen. Vier mal fünf, ja gut. Und mit Strichpunkt, ich habe sie ja gleich vergessen, bekomme ich das Ergebnis. Klar, 20. 4. Hoch 5, gut, ich hätte gern irgendwie eine etwas größere Zahl, also Integer ist nicht auf 32 Bit beschränkt, wie man sieht, bricht das hier um, aber das ist quasi das exakte Ergebnis von 4 hoch 500. Ich habe gesagt, ich kann irgendwie, wenn ich Floating Point Zahlen habe, die sind normalerweise beschränkt, also wie auf Double oder wie auch immer.
Ich meine, vier Komma zwei hoch 500. Ups. Habe ich jetzt was gemacht? Was wollte ich? Ja, das geht. Also das wird im Prinzip ganz normal berechnet. Was ich vorhin gemacht habe, hoch 500, ja, das ist irgendwie mit normalen Floating-Point-Zahlen nicht zu rechnen, weil das ist der standardmäßige Double-Typ. Aber ich kann im Prinzip sagen, B-Float, also Big Float, dann wird das Ding wirklich in Software gerechnet und dann soll das hoffentlich auch berechnen. Habe ich gedacht. Ja, also in diesem Fall hat das im Prinzip dann berechnet, also ich muss die Zahl als Big Float darstellen und ich kann dann im Prinzip sagen, hier hat auch die Anzahl der Stellen abgebrochen und ich kann das dann noch mit FB Break, ups, das war das nicht, das die Folien, die ich haben will. Mit Floating Point Precision kann ich das quasi noch angeben, das zeige ich später noch. Das ist einmal die Möglichkeit, die ich habe auf der Kommandozeile. Ja, da ist mein Fenster. Was ich auch noch habe, ist ein Programm namens X-Maxima. Das ist die etwas, ja, es ist grafisch, es ist TCL-DK, es ist relativ spartanisch, schaut aus wie ja, letztes Jahrhundert. Gut, wird kaum verwendet, aber wird quasi gleich mitgeliefert. Es gibt eben dieses WX-Maxima. Das ist wirklich ja, relativ nett gemacht. Man hat Menüs für alles Mögliche. Wenn ich sage, ich will irgendwas vereinfachen, ich will irgendwas plotten. Man hat auch die Möglichkeit, ich zeige das später noch, andere Zellen, also in ein Worksheet einzufügen, Kapitel, Unterkapitel, Texte, Bilder, was auch immer, und kann so quasi ein Worksheet direkt, wie man es auch zum Beispiel von Mathematiker kennt, zeigen. Und was ich hier noch erwähnt habe, in WX Maxima, was ich gerade gezeigt habe, wird mit Control Return quasi das Ding der Abschluss gemacht. Ja, man hat die üblichen Operatoren sowieso, man hat die üblichen Funktionen, Hyperbelfunktionen, trigonometrische Funktionen, Absolutbetrag, was auch immer, Signum, Quadratwurzel. Und man hat Hilfemöglichkeiten, ja, erst einmal mit eingebauten Befehlen, describe, apropos, Fragezeichen, doppeltes Fragezeichen, um wirklich so einen ähnlichen Befehl zu finden. Es gibt eingebaute Beispiele mit Examples und Demos. Und ich glaube, jetzt kommen wir dann zum, Variablen, das zeige ich dann quasi gleich noch, werden mit dem Doppelpunkt zugewiesen, was ein bisschen ungewöhnlich ist, wenn man sonstige Programmiersprachen kennt. Das heißt, wenn ich sage, die Variable a soll den Wert 77 bekommen, schreibe ich a Doppelpunkt 77 Strichpunkt und hat einer eine Idee, warum? Wieso nimmt man einen Doppelpunkt und nicht so ein Gleichheitszeichen wie in 100 anderen Programmiersprachen? Ja? Genau. Das Gleichheitszeichen ist in der Mathematik sehr beliebt, als ich definiere mir eine Gleichung und ich kann hier im Prinzip sagen, ich zeige das einmal live, da ist Wx Maxima. Ich könnte eine Gleichung EQ definiere ich als 7 mal A
ist gleich 6 oder 7 mal x ist gleich 6. Ups. Dann ist EQ, also die Variable jetzt, der ist diese Gleichung zugewiesen. Und dann kann ich im Prinzip sagen, er solve, also löse die Gleichung, EQ nach der Variablen x zum Beispiel. Ja, ist 6 Siebtel. Aber auf diese Art und Weise kann ich mathematische Gleichungen wirklich einer Variablen zuweisen. Funktionen kann man auch selbst definieren, in diesem Fall mit Doppelpunkt ist gleich, Funktion von A, B, C, Doppelpunkt ist gleich, A plus B plus C oder was auch immer. Ja, und jetzt habe ich noch ein paar Worksheets vorbereitet, wo ich diverse Funktionen noch besser zeigen kann. Was haben wir denn vorbereitet? Das ist alles für WX Maxima, was ich hier vorbereitet habe. Und zwar, ja, wir fangen mal an mit, was kennt jeder aus der Schule? Eine Kurvendiskussion. Sollte im Prinzip jeder kennen. Naja, was will ich? Das war jetzt nicht so gut. So soll es ausschauen. Also ich habe hier in WX Maxima, wie man schon sieht, du hast die Möglichkeit, Texte einzugeben. Ich habe die Möglichkeit, irgendwie Überschriften zu machen. Zeige ich dann später noch, wie man dazu kommt. Und zu Beginn, ja, diese Kurve, Equation, habe ich sie hier auch genannt, x hoch 3 minus 2x plus minus 2x Grad plus 1 ist gleich y, die möchte ich im Prinzip diskutieren. Dann habe ich schon eine Kurvendiskussion aus. Erst einmal, ich soll die mal grafisch darstellen. Dann habe ich jetzt, also ich muss erst die Gleichung definieren. So, dann kann ich sie grafisch darstellen. So schaut die Gleichung im Prinzip aus. Ich mache das Fenster mal größer. Was man zuerst haben will, ja, sind die Nullstellen der Funktion. Man sieht hier oben am Plot schon, irgendwie es gibt drei Nullstellen. Logischerweise, wenn x hoch 3 vorkommt. Und da sind die drei Nullstellen. Wurzel aus 5 minus 1, also negativ halbe. Wurzel aus 5 plus 1 halbe. Und 1, und im Prinzip, das kann ich mir im Prinzip anschauen, ja, da ist die 1, da ist die zweite und da ist die dritte Nullstelle, also wird ungefähr hinkommen. Naja, die Extremstellen, das sind die zweite Ableitung, also ich muss die erste Ableitung hier in diesem Fall von der RHS, von der rechten Seite der Gleichung, das heißt, diesen Block will ich zweimal ableiten, nämlich einmal ableiten, so. Das ist die erste Ableitung. Die habe ich jetzt nicht dargestellt, sondern ich habe direkt das, was rauskommt, dann ist gleich 0 gelöst nach x und ich sehe, hoppala, einmal bei 0 habe ich eine Extremstelle und einmal bei x ist 4 Drittel. Die eine ist da, die zweite ist da. Kommt ungefähr hin. Ja. Das hat mir Maxima gemacht. Dann sage ich im Prinzip, ist das ein Tiefpunkt oder ist das ein Hochpunkt? Ja, man weiß, man schaut sich den Wert der zweiten Ableitung an. Wenn der größer als 0 ist, ist es ein Tiefpunkt. Ansonsten ist es ein Hochpunkt. Ja, es kommt hier 4 raus. Das heißt, ich nehme den Wert, was ich da oben bekommen habe, an der Stelle. An dieser Stelle, an der ersten Lösung, gibt dann 4 aus und da unten, das heißt, es ist ein Tiefpunkt, das ist hier, und die andere Lösung, also bei 0, da habe ich dann einen Hochpunkt. Also minus 4 gibt die zweite Ableitung aus, ich muss nicht mehr selbst differenzieren, sondern kann einfach im Prinzip sagen, das ist das ganze Ding. Und wie kommt man zum Endepunkt? Ja, man differenziert zweimal. Das heißt, ich differenziere die Gleichung zweimal.
setzt das ganze Ding 0 und löst das Ding noch x auf und bekommst du auch sehr schnell, hoppala, bei 2/3, das ist ungefähr da, habe ich den Wendepunkt der Kurve. So schnell geht im Prinzip eine Kurvendiskussion mit Maxima. Ja, du musst nicht selbst differenzieren. Man gibt die Formel ein und sagt, hoppala, ich will die jetzt 2-mal differenzieren. Und er macht es. Was haben wir noch vorbereitet? Öffnen. Plots, ja, ich zeige nochmal das mit dem Rechnen. Da habe ich das Ding jetzt auch vorbereitet mit den ewig langen Zahlen. Also 1 plus 2 plus mal 3 ist 7. Ja, 8/10 ist. Ja, ist 4/5. Maxima hat eben das nicht numerisch ausgerechnet, sondern hat wirklich einen Bruch gemacht. Der Sinn der Sache ist, eine Kommazahl ist immer möglicherweise ungenau. Das heißt, es erkürzt den Bruch vorläufig nur. Und ich kann sagen, wenn ich hoppala, ich will wirklich das Ding ausgerechnet haben, dann durch 10,0 dividieren, dann weiß Maxima, es ist eine Kommazahl und er wird dann wirklich 0,8 hinschreiben. Bei den Quadratwurzeln, ja, wird ähnlich ausschauen. Quadratwurzel aus 2 ist 1,41 irgendwas. Quadratwurzel aus 8, naja, ist erst einmal das. Und da hat er auch jetzt im Prinzip nur gesagt, hoppala, 2 hoch 3 halbe, weil, und oben nur Wurzel aus 2, ja, ich kann auch angeben, auf wie viele Stellen will ich es dann im Prinzip genau haben. Also er hat das jetzt momentan nur symbolisch betrachtet. Ich könnte da dann im Prinzip noch sagen, Wurzel aus 2, entweder da oben kann ich es im Prinzip numerisch angeben, letztes Ergebnis heißt Leitkommazahl, oder ich gebe einen Fleck an, numerisch, dann würde er es auch machen. 2 hoch 150 habe ich gerade berechnet. Bi, ja, das kennen wir. Gibt er halt auch im Prinzip so aus. Und hier habe ich 2 Möglichkeiten dargestellt, um die 8/10 da oben exakt auszurechnen. Erst einmal mit einem Fleck Numer, also numerisch, oder ich hätte das ganze Ding gerne als Floating-Wert. Ja, Bi kennt man auch, 3,14159 etc. Ich hätte das ganze Ding gerne auf 120 Stellen. Naja, ich setze eine Variable, Floating Point Precision, und dann sage ich, ich mache einen Big Float aus Bi, also er nimmt wirklich 120 Stellen, und dann kommen irgendwie die ersten 120 Stellen von Bi daher. Ja, hier hat er das ganze Ding noch abgekürzt. Das kann ich im Prinzip im Konfigurationsdialog ändern. Einstellungen, bla bla bla, ja, da. Also das macht an für sich WX Maxima, kürzt mir das ganze Ding ab. Und dann habe ich wirklich die Stellen alle dargestellt. Ja, habe ich hier noch einmal. Komplexe Zahlen ist logischerweise auch klar. Ich definiere mir eine komplexe Zahl. 1 plus 2 mal i. Kann Operationen machen wie der imaginäre Teil, der reelle Teil, konjugiert komplex, Polarformen, Umformen in Polarform etc. Kennt man im Prinzip alles. Ja, wieder zurück. Rechne mit Variablen, ja, habe ich schon erwähnt, was ist 7x plus 8x, jetzt logischerweise 15x, also das macht er einfach so. Quadratwurzel aus 4x Quadrat ist 2 mal absolut Betrag von x. Ja, im Prinzip habe ich hier eine Gleichung, ich möchte vereinfachen, sprich die Polynomdivision machen. Und ich habe da im Prinzip x plus y hoch 3. Er hat das jetzt umsortiert, aber egal. Ist mathematisch dasselbe. Und wenn ich sagen will, ich hätte das ganze Ding genau multipliziert,
expand, ja. Und es gibt im Prinzip auch, wenn ich sage, was macht jetzt der Befehl expand? Ja, dann kommen gleich Beispiele. Im Prinzip, was macht die Funktion? Expandiert den Ausdruck. Und ich habe die Sachen hier im Prinzip alle auch als Menü irgendwo versteckt. Ja, ist dann, was man halt machen will. Also faktorisieren oder expandieren habe ich da jetzt dann gerade gehabt. Zum Beispiel gibt es eben in WX maximal alles als Menü. So, was habe ich da dann noch vorbereitet? Ja, jetzt gehen wir ein bisschen mehr in höhere Mathematik. Das war Rechnen. Variablen und Gleichungen wollen wir logischerweise auch lösen. Und ich nehme die wieder alle weg. Ups, ich lösche alle Ausgaben. Ja. Ja, wie das mit den Variablen funktioniert, haben wir schon gesehen. Ich definiere mir das ganze Ding, multipliziere das ganze Ding aus und der macht das Ding logischerweise mit auch mit Buchstaben, mit Variablen. Hier habe ich, das habe ich vorhin schon gehabt, eine Gleichung lösen, eine quadratische Gleichung lösen. Geht alles mit dem Solve-Befehl. Da kommen logischerweise zwei Lösungen raus. Numerische Lösungen gehen im Prinzip auch. Hier habe ich eine Gleichung x hoch 5 vorkommt, das geht so nicht lösen, also mit Solve wird im Prinzip sagen, ja, kann ich nicht lösen, aber ich kann numerische Lösungen anwenden und dann bekomme ich halt numerische Lösungen raus. Ich kann Newton-Verfahren anwenden, ich kann sagen, ich finde irgendwie die Lösung zwischen x 0,1 und 2, das wird im Prinzip dann die eine Lösung da rausfinden. Mit Newton-Verfahren, da muss man sich dann ein Zusatzpaket laden, es geht im Prinzip alles mit Load und hätte dann einen weiteren Befehl Newton zur Verfügung, um eben auch das ganze Ding zu machen. Gleichungssysteme, ich habe hier auch ja zwei Gleichungen gleich definiert, ich nehme mal gleich das da unten. Eine Gleichung, zweite Gleichung, ich möchte dieses Gleichungssystem lösen. Geht im Prinzip auch. Ich habe das hier auch alles als Menü. Was habe ich hier noch gemacht? Ja, im Prinzip eine Funktion mir definiert. Ja, funktioniert logischerweise auch. Was kann man denn noch sagen? Ja, und bei WX Maximal ist im Prinzip so, was ich hier eingeben kann, sind erst einmal mathematische Ausdrücke und dann eben weitere Zellen. Eingabezellen sind mathematische Eingabezellen. Textzellen, da könnte ich einen beschreibenden Text. Hier kommt eine neue Aufgabe. Etc. Und dann würde ich das im Prinzip beschreiben. Ich kann mir das im Prinzip da auch als Symbolleiste noch dazu bauen. Oder ich füge ein eine Titelzelle, haben wir schon gehabt. Ja, das ganze Ding hat den groß. Unterkapitel, Unterkapitel, Seitenumbrüche könnte ich einfügen, Bilder kann ich einfügen. Das heißt, ich kann, da habe ich jetzt ein Kapitel drin. Ja, nehmen wir irgendwie, das ist Maxima Konsole, das ist ein PNG-Bild. Ja, ist jetzt im Prinzip ein normales PNG-Bild, das heißt, und das kann man für sich sehr gut einfügen und dann auch im Unterricht als Arbeitsblatt verwenden. Was man auch noch, warte mal, was habe ich noch vorbereitet? Ja, Plots, also grafische Darstellungen. Mal wieder. Also ein zweidimensionaler Plot. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Variante verwendet NuPlot. Plot 2D. Ich habe das hier auch als Menüpunkt. Aber ich nehme mal das, was ich vorbereitet habe. Ja, gibt das ganze Ding halt in NuPlot aus.
Und ich kann dann im Prinzip ja da reinzoomen, wenn ich will oder wie auch immer. Also man kennt das dann vom Nublot. Variante 2 bewegt Maxima. Ich kann Plots direkt einbinden mit WXPlot 2D, jetzt wieder die Sinusfunktion. Control Return. Dann habe ich diesen Plot, was ich vorhin bei der Kurvendiskussion schon hatte, direkt im Arbeitsblatt dargestellt. Dreidimensionale Plots, ne, da heißt das Ding noch nicht Plot 2D, sondern Plot 3D. Und ich bekomme so eine Sinus mal Kosinus-Funktion eben wieder in Knoblauch dargestellt. Es gibt noch relativ viel, also es gibt da im Prinzip Konturplots, also für einen Plot 3D gibt es auch eine WX-Variante, WX-Plot 3D, dass das Ganze direkt darstellt. Ja, hier habe ich so eine einen Konturplot dargestellt, Mandelbrot, Menge, die kennt im Prinzip auch jeder, wie die ausschaut. Oder zufällige diskrete Werte. Also ich habe hier dann nur noch im Prinzip die, ups, ah, da ist die das Apfelmännchen. Das habe ich hier zufällige diskrete Werte dargestellt. Also man kann im Prinzip relativ viel machen. Da wird einfach eine Liste generiert mit Zufallswerten, mit 200 zufälligen Werten. Es gibt wesentlich mehr. Ich kann hier nicht im Prinzip alles darstellen. Ich habe hier die Seite im Prinzip verlinkt, wo man noch diverse Möglichkeiten sieht. Was habe ich noch vorbereitet? Ich schaue nochmal, was ich noch vorbereitet habe. Und anschließend kann ich noch im Prinzip differential-integrale Rechnung, etwas ein bisschen höhere Mathematik. Ja, schaut wieder so aus. Ich habe wieder eine Funktion definiert. Nenne die in diesem Fall t1, x mal y Quadrat plus Sinus x plus x der fünften. Ja, ich kann die einmal differenzieren. Noch x differenzieren eben. Da fällt das x dann da weg. Aus dem Sinus wird der Kosinus und x der fünften wird 5x hoch 4. Ich kann das ganze Ding zweimal differenzieren oder eben auch noch y differenzieren. Da wird im Prinzip nur das x da stehen bleiben. 2xy ist nur der letzte Term, weil vorne kommt nirgendwo ein y vor. Integrieren, ja, man kann das ganze Ding logischerweise auch integrieren. Das geht eben auch alles über, hier sind wir da bei blub, 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 blub. Ja, da. Integrieren, differenzieren, geht im Prinzip alles auch da via Menü aus. Da machen wir das Ding einmal. Dann hätte ich gern, dass er das Integral auch darstellt. Ja, das geht, indem ich sage, hoppala, das einzelne Hochkomma sagt den folgenden Ausdruck bitte nicht berechnen, sondern nur darstellen. Und ich habe das Ding da im Prinzip fein dargestellt. Wenn ich gerade dabei bin, ich habe da bei WX Maxima auch die Möglichkeit, das Ganze als Bild zu kopieren, als LaTeX-Formel zu kopieren, als Text zu kopieren. Oder als MathML zu kopieren. Ich kopiere das mal als LaTeX und füge das jetzt da ein. Im Prinzip, ja, ist halt die Formel, da vorne erkennt man Backslash int fürs Integral. Dann kommt im Prinzip da was integriert wird und am Schluss das Ergebnis. Ich kann das ganze Ding auch als Bild kopieren, habe ich schon gezeigt. Ich kann es als MathML kopieren. Ja, das ist, ups, sagt dann so im Prinzip fast nichts, aber das war nicht so gut, dann fügen wir das da ein. Ja. Kommt eben so ein XML-Dingsbums raus. Ich kann das in OpenOffice oder Microsoft Word zum Beispiel einfügen, direkt als Formel, und das wird dann von den Programmen an für sich verstanden. Also da hat man auch Möglichkeiten, das ganze Ding zu exportieren oder in andere Dokumente zu übernehmen. Was habe ich noch? Ja, bestimmte Integrale, also mit Integrationsgrenzen. Ja, geht quasi auch, indem ich einfach angebe, hoppala, von wo bis wo soll ich integrieren.
Differentialgleichungen, ja, ich habe hier eine Differentialgleichung definiert, sprich, macht das noch nicht, das Differenzieren, deswegen das einzelne Hochkomma, aber dy nach dx, so wie das, ist gleich y, minus y, und dann sage ich, hoppala, das ist eine ODE, also eine ordentliche Differentialgleichung, Differentialequation, und kann das ganze Ding dann auflösen und hätte dann im Prinzip, das gibt es auch alles da als Menü. Oder was habe ich? Ich habe ein Anfangswertproblem. Ja, an der Stelle von y1 soll der Wert gleich 8 sein. Dann komme ich auf die exakte Lösung. Hier habe ich noch die Integrationskonstante stehen als Prozent c. Ja. 10 Minuten noch, dann. Ich schaue nochmal, was ich sonst noch vorbereitet habe. Matrizenrechnung habe ich noch, Simplex-Verfahren und Programmierung. Ja, ich mache mal ganz kurz noch. Matrizenrechnung geht auch alles direkt über das Ding. Warte mal, ich lösche das wieder weg. Ja. Ich habe eine Frage. Wo liegen denn die Schwächen im Vergleich zu kommerzieller Software oder zu 1:1 wie MATLAB? MATLAB ist irgendwie fast, wo die Schwächen im Vergleich zu kommerzieller Software wie zum Beispiel MATLAB liegen. MATLAB ist nicht wirklich vergleichbar. MATLAB hat den Fokus hauptsächlich auf Rechnen mit Matrizen, steht für Matrix Laboratory und numerische Berechnungen und hat da relativ viele Algorithmen. Es gibt eine symbolische Mathematik-Toolbox dafür, ein Add-on, was man dazu kaufen kann. Also das ist an und für sich kein wirklicher Konkurrent, das wird zum Beispiel GNU Octave, wäre da vergleichbar, oder SCLab. Vergleichbar ist eben zum Beispiel Mathematica oder Maple als kommerzielle Konkurrenten. Naja, das wird halt als Open Source Projekt entwickelt und an und für sich haben die kommerziellen Vertreter da auch sehr viel abgeschaut, weil das war ursprünglich ein Forschungsprojekt am MIT. Klar, die kommerziellen Vertreter stecken mehr Manpower rein, aber dafür zahlt man halt auch dementsprechend. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich sagen kann, hoppala, ja, das kann Maxima nicht lösen und Maple schon. Es gibt sicher Beispiele. Also einfach googeln oder so, man wird sicher Sachen finden, wo beide Seiten sagen können, hoppala, das ist ein Beispiel, das kann Maple nicht lösen, dafür Maxima, und das ist ein Beispiel, das kann Maxima nicht lösen und dafür Maple. Also. Und ja, die Kosten sind natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ich lösche da quasi immer bei den Zellen die Ausgaben, weil ich will das da im Prinzip live vorführen. Ich definiere mir hier zum Beispiel eine Matrix, geht eben auch da direkt über Matrix erzeugen. Würde ich angeben, wie lang ist die Matrix etc. Geht im Prinzip so, ja, den üblichen Begriffe, transponieren, invertieren, Determinante berechnen, Eigenwerte, Eigenvektoren, das kennt man im Prinzip alles aus der Mathematik und geht im Prinzip ganz einfach. Ich kann auch Teilmatrizen mir berechnen. Also ich sage hoppala, die dritte Zeile und die Spalte bitte löschen. Ja, von dieser auch wieder die Eigenwerte und Eigenvektoren berechnen. Vektoren, ja, werden einfach definiert als Matrizen mit nur einer Spalte. Ja, ich kann Zusatzpakete auch wieder laden und dann zum Beispiel das Kreuzprodukt, also Vektor A, Kreuz Vektor B berechnen. Das geht dann in diesem Fall nur über ein Zusatzpaket, ja. Was habe ich noch? Also, und es geht da auch relativ viel. Also, was man machen kann, geht im Prinzip auch alles da. Ich kann eine Matrix eingeben. Ja, Gestalt allgemein, oder ich sage, sie soll symmetrisch sein. Bekomme den Namen R, wurscht. Und kann dann im Prinzip die symmetrische Matrix eingeben. Da gebe ich meine Ausdrücke ein. Wurscht.
und bekomme dann im Prinzip die Matrix so dargestellt, ja. Ist es mit dem Programm... Hallo? Ist es mit dem Programm auch möglich, sich Zwischenschritte anzeigen zu lassen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Rang einer Matrix in Abhängigkeit von irgendeinem Parameter bestimmen wollte, oder ist egal, also egal, was ich machen will, ist es möglich, sich Zwischenschritte anzeigen zu lassen? Man kann zum Beispiel Zwischenschritte selbst, also jetzt so einzelne Rechenschritte, die man machen würde, das geht im Prinzip nicht wirklich gut. Was man machen kann, ist zum Beispiel Substitutionen. Also ich sage jetzt dann, wird überall irgendwo etwas substituiert, substituiere x durch 2y in einem Ausdruck, das geht. Und man kann so zum Beispiel, was ich auch verwendet habe, irgendwie nimm nur die rechte Seite, right-hand side von einem Ausdruck oder so und bearbeite das irgendwie weiter, ja. Aber an und für sich, ja, es ist halt symbolische Mathematik und wirklich das ganze Ding so darzustellen, dass er jeden einzelnen Rechenschritt darstellt, das geht irgendwie kaum. Okay, gut, danke. Also nichts, was man dann ausdruckt und dem Lehrer sagt, das habe ich alles mit der Hand gerechnet. Ja, also es geht mir persönlich dann eher darum, dass wenn ich an einer Aufgabe zum Beispiel hänge, dass ich das eingebe, sehe das Ergebnis, okay. Aber dann stellt sich mir eben die Frage, na, wie komme ich denn auf das Ergebnis? Und dann ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man. Ja, was eben geht, ist zum Beispiel, dass man sagt, hoppala, ich habe jetzt die, ich möchte irgendwas faktorisieren oder expandieren oder bei einer Matrix zum Beispiel, ich möchte die transponieren oder die, was auch immer verwenden. Also, es geht aber, dass man wirklich jeden einzelnen Schritt Variable ersetzen habe ich da zum Beispiel gehabt oder so, ja. Prozent ist im Prinzip der letzte Ausdruck, den ich eingegeben habe. Und da möchte ich jetzt zum Beispiel die Variable RRR, ja, ich habe da nur die eine, irgendwie ersetzen durch, nein, was, so ungefähr. Hat er das jetzt gemacht? Nein, hat er nicht gemacht. So, wahrscheinlich habe ich das so. Na, das hat er so nicht gemacht. Oh. Ich weiß nicht, ob das da in der, ob er das als einzelne Variable jetzt dann gesehen hat. Was auch noch geht, allerdings habe ich nicht vorbereitet, glaube ich, öffnen. Ja, Programmierung, man kann das auch begrenzt programmieren. If-Abfragen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Funktion. Warte mal, ich nehme das Ding wieder die Ausgaben weg. Also wenn 3 gleich 4, dann schreibe ich hin gleich, Display oder ansonsten ungleich. Naja, man kann das auch für Funktionen zum Beispiel nutzen. Das ist dann wieder interessant, weil ich kann mir eine Funktion definieren. Wenn x kleiner als 0 ist, hätte ich gerne die Sinusfunktion. Wenn x größer als 0 ist, dann soll es bitte die Quadratwurzelfunktion sein. Und wenn ich mir die Funktion f von x dann plotten will, ja, da schaut die halt so aus. Also links vom Nullpunkt ist das die Sinusfunktion, rechts vom Nullpunkt ist das die Quadratwurzelfunktion, wie ich es halt definiert habe. Auf die Art und Weise kann man stückweise Funktionen definieren. Das ist durchaus hilfreich. Ich habe hier irgendwie einen Loop, ja, i ist mit 1, g von 1 bis 10 mit einer Schrittweise von 3. Und Display, also i mal i, sprich immer die Quadrate bitte angeben. Ich habe Weilschleifen zur Verfügung. Und hier habe ich auch das mehrere Anweisungen in Wx Maxima angegeben. Und deswegen ist auch in Wx Maxima der. Ja, danke. Ich bin gleich fertig. Also. Sprich, ich kann das erst einmal komplett eingeben im Control-Return dann alle drei Zellen auf einmal auswerten. Ja, ich bekomme dann im Prinzip erst den Wert, die Ausgabe von S, dann führt er mir die Schleife durch und ich habe dann, was habe ich hier gemacht? Ja, vor i ist 1, bis i kleiner als 10
Und im Prinzip addiere ich jeweils die Zahl zu S dazu, gibt dann 55, wenn ich 1 bis 10 aufaddiere. Also es gibt Vorschleifen, es gibt While-Schleifen, es gibt If-Abfragen, Blöcke, ja, schaut ein bisschen lästig aus, habe ich hier gemacht zum Beispiel, Display erstmal I und dann I mal I. Ist insofern lästig, der Block ist im Prinzip ein Befehl, mit dem ich so Anweisungen bündeln kann. Allerdings, während ich oben einzelne Befehle durch Strichpunkt trenne, muss ich sie im Block dann die zwei Display-Befehle durch ein Komma trennen. Also es ist, ja, schön zu programmieren ist anders. Wenn man das im Prinzip dann im Block dann ändern muss. Wenn man sagt, jetzt dann machen wir das. Ja, es gibt die Möglichkeit, Lisp-Code, also Sie sehen Lisp programmiert, direkt auszuführen. Ich führe hier die Lisp-Funktion plus, also Addition, und dann die mit den Argumenten 3 und 3 aus, ich logischerweise 6. Es geht noch einiges mehr, aber es ist hauptsächlich eben nicht wirklich als Programmiersprache gedacht, sondern als Mathematikprogramm. Aber wie gesagt, man kann das Ding auch programmieren und das ist manchmal auch notwendig, eben zum Beispiel, wenn man in einer Funktion jetzt eine Funktion stückweise definieren will oder wie auch immer. Der Plot geht eben auch mit WX-Plot quasi direkt im WX-Maxima-Sheet drin. Ja, ich glaube, das war alles, was ich schon vorbereitet habe. Ich schaue nochmal flott. Ja, sowieso klar. Also ich bin sowieso noch da. Ja, Simplex-Verfahren habe ich noch vorbereitet, aber ja. Die Frage wäre, habt ihr Erfahrung in der Lehre und in der Ausbildung? Also jetzt nicht unbedingt Forschung, weil zu meiner Zeit gab es mal so wie MuLisp auf CPM, 8-Bit-Rechnern, ja. Ein paar Tage her. Dann Reduce gab es auch noch oder Maxima. Ja, Maxima ist an und für sich das Programm, das am MIT seinerzeit entwickelt wurde und einer der Entwickler hat dann eben die Erlaubnis bekommen, dieses Programm als Open Source zu veröffentlichen. Okay, die Story ist das eine, Provenance, was mich mehr interessiert. Die Frage ist eigentlich folgende. Habt ihr Erfahrung in der Lehre, und zwar einmal für Schüler oder auch für Studenten, was noch viel wichtiger ist, die Multiplikatoren, das sind für uns die Lehrer an sich. Ja? Wie kann ich Lehrer im Prinzip das einsetzen, Mathematik, Informatik, also MINT-Fächer hauptsächlich, ja, die im Prinzip, ich sage mal, nicht nur einfach rechnen, schon ein bisschen höhere Mathematik. Wenn ich hier einige anschaue, ist das auch keine höhere Mathematik für die. Aber dass wir genau dahin führen. Dass wir dann auf der einen Seite in die numerischen Sachen gehen, vielleicht verschiedene Solver hast du ja vorgestellt, Newton-Verfahren. Ja. Ich kenne ja auch nicht-lineare Solver, vielleicht kann man da auch dahin gehen, dass man da die Angst verliert. Und da gibt es halt sehr viel halt entweder nur Forschung oder halt sehr proprietäre Systeme. Hast du überhaupt keinen Einblick drauf. Und wenn wir die andere Schiene nehmen, so Data Science wird eine andere Schiene, kann man das für sowas nutzen, die Leute dahin führen. Weil mich interessiert genau dieser Weg, dieser Lehre, dieses Trainings, diese Weiter- und Ausbildung. Gibt es da Erfahrungswerte? Also bei uns, ich habe es zu Beginn erzählt, wie ich das Programm den Kollegen untergejubelt habe und die haben das dann wirklich übernommen und das wird ja jetzt auch zum Beispiel bei Elektrotechnik oder so wird das auch wirklich verwendet. An der Fachhochschule. Und ja, es gibt auch Maple, aber nachdem die Leute teilweise früher eben mit Mathematica fix und fertige Worksheets, so wie ich hier mit WX Maxima habe, vorbereitet gehabt haben und die auf einmal alles wechseln hätten sollen, habe ich den Leuten dann fast eingeredet, dass sie doch einmal das probieren sollen. Und für unsere Zwecke geht es, ich glaube, ganz gut. Ich glaube, da wird Maple, ja, die Lizenz ist zwar vorhanden, aber wird zumindest bei uns am Institut kaum genutzt. Das ist die Fachhochschule Ioneum in Graz. Also am Institut für Fahrzeugtechnik, wo ich angestellt bin. Weitere Fragen? Ja, wir sind ja schon fertig jetzt. Ja? Ja, dann so. Wie groß ist die Community, das weiterzuentwickeln? Gibt es eine richtig lebendige Community? Es gibt eine durchaus Community. Es gibt im Prinzip zwei Communities, weil das WX Maxima Projekt, was ich hier habe, das kommuniziert mit Maxima an und für sich über ein Netzwerkinterface. Das heißt, Maxima wird als externes Programm aufgerufen und
Ja, es wird dann über einen Localhost-Netzwerkboard damit darüber kommuniziert. Das heißt, es gibt eine Community im Maxima-Projekt und eine Community im WX-Maxima-Projekt. WX-Maxima ist etwas kleiner, es sind 4, 5, 6 Leute, die das entwickeln oder zumindest aktiv irgendwie regelmäßig Beiträge machen. Und Maxima selbst, das mathematische Backend dahinter, da sieht man durchaus relativ viele Leute irgendwie auch regelmäßig committen. Das hat ein bisschen an Jupyter oder iPython Notebooks erinnert. Mhm. Gibt es da auch irgendwie einen Crosslink, dass es die gibt, zumindest zusammenarbeiten? Ich habe es selbst noch nicht probiert, ich hätte erwähnen sollen. Es gibt auch ein Projekt, das Maxima als Jupyter Backend im Prinzip einsetzen kann. Ich habe selbst noch nicht installiert. Was ich vorbereitet habe, was ich vielleicht noch ganz flott zeigen kann, ist das ganze Ding. Ups. Als Emacs und da gibt es im Prinzip mit eine neue Datei, ja, mein Gott. iMaxima. Und dann habe ich im Prinzip ja Maxima im Emacs-Fenster und kann hier auch meinetwegen integrate. Ich zeige das einmal so. Eingeben und er rechnet mir das Ding auch aus und stellt das im Prinzip auch her, sauber wie gedächt. Im Emacs-Fenster da. Also das ist auch als möglich. Und Jupyter habe ich jetzt leider nicht installiert oder vorbereitet. Aber soll auch gehen. Es gibt ein eigenes Projekt, Maxima Jupyter. Ich kann es hier nur nicht live zeigen. Gibt es noch Fragen? Na? Gut, wenn keine Fragen mehr sind. Sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit zu so später Stunde und ja, einfach einmal runterladen, installieren, ausprobieren. Es ist freie Software, nutzt sie. Ja, vielen Dank. Dann schließen wir auch für heute und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß heute Abend beim Social Event.